Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Studierende, herzlich willkommen zur wirklich allerletzten Premiere im Sommersemester 2021, nämlich zum Take-Home- oder Stay-Home-Exam, das diese Vorlesung abschließen wird. Und ich würde ganz gern die Gelegenheit nutzen, Ihnen zunächst erst einmal einige organisatorische Details vorzustellen, um Ihnen dann das Thema der Klausur selbst näher zu bringen. Beginnen möchte ich, Sie sehen schon dieses Zitat, die Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran, wird uns begleiten oder Sie begleiten in Ihrem Essay. Und ich beginne einmal mit den organisatorischen Details. Das Klausurformular selbst finden Sie als Word-Dokument sowohl im Opal-Materialordner als auch in der zur Vorlesung gehörenden Matrix-Gruppe. Ich darf Sie bitten, die Hinweise auf dem Klausurformular genau zu beachten. Das sind vor allen Dingen diejenigen auf der Seite 3. Das zeige ich Ihnen gleich nochmal. Und ich darf Sie darum bitten, die Klausur digital zu bearbeiten, damit ich ein wenig in den Benefit komme, maschinenlesbare Texte korrigieren zu dürfen. Vielleicht so viel zunächst zu den Ablageorten und zum Formular. Zum Technischen, zur Verteilung. Sie haben für die Bearbeitung des Take-Home-Exams insgesamt 90 Minuten Zeit. Diese 90 Minuten kann ich nicht überprüfen. Bitte orientieren Sie sich aber daran. Und die Einarbeitungszeit, also das Lesen selbst der Aufgabenstellung oder des Beispiels, das Sie bearbeiten werden, zählt explizit nicht in diese 90 Minuten hinein. Fragen stellen Sie bitte in der Matrix-Gruppe und Sie dürfen alle Materialien und technischen Hilfsmittel benutzen, die Ihnen zur Verfügung stehen. Sie arbeiten, wie gesagt, direkt im Office-Dokument und speichern bitte Ihre Lösung als PDF ab und benennen Sie diese PDF oder dieses PDF, muss man sagen, nach dem Muster Nachname, Vorname, .pdf, sodass für mich die Zuordnung leichter wird. Senden Sie es dann bitte spätestens bis spätestens 23.07. um 21 Uhr an meine offizielle TU-Adresse mit dem Betreff Hashtag PL_Lasch_THE für Take-Home-Exam. Sollte Ihre Lösung später eingehen, behalte ich mir vor, Sie als nicht ausreichend bzw. als nicht bestanden zu bewerten. Ein wichtiger Hinweis im Hinblick auf die Selbstständigkeitserklärung. Hier ist es tatsächlich so, dass ich Ihnen die Nutzung aller Materialien und Hilfsmittel freistelle. Ich darf Sie aber bitten, dass alles das, was Sie über die Vorlesungspräsentation oder die dort erwähnte Literatur hinaus benutzen, selbstverständlich nach den Regeln guten wissenschaftlichen Arbeitens zu dokumentieren ist. Also sollten Sie einen Aufsatz zitieren, den wir in der Vorlesung besprochen haben, dann geben Sie diesen bitte an. Sollten Sie eine Webressource nutzen, die über das Material hinausgeht, dann geben Sie diese bitte an. Ihnen zum Schutz dient der Passus, dass Sie jemanden angeben können, mit dem Sie sich gemeinsam auf die Klausur oder das Take-Home-Exam vorbereitet haben. Das soll einfach sicherstellen, dass wenn bestimmte Formulierungen und bestimmte Passagen in zwei Klausurexemplaren sich zu ähnlich sind, weil Sie zum Beispiel ein gemeinsames Skript verwendet haben, dass dann Sie an dieser Stelle angeben können, dass Sie mit jemandem zusammengearbeitet haben, mit dem Sie das Skript zum Beispiel gemeinsam genutzt oder erarbeitet haben, sodass wir hier einen ersten Anhaltspunkt dafür haben, warum zum Beispiel bestimmte Passagen in Ihrem Essay sich einander sehr ähneln. Und das dient einfach der Vermeidung des Vorwurfs von Plagiat. Das sollten Sie ernst nehmen, wenn Sie sich mit jemandem gemeinsam vorbereitet haben. Gut. Abschließend würde ich mit Ihnen einen Blick werfen auf das Klausurformular, das ich für Sie vorbereitet habe, das Ihnen jetzt mittlerweile sicherlich vorliegt. Das Klausurformular selbst beinhaltet erst einmal das Textbeispiel. Ich darf Sie darauf aufmerksam machen, dass unter diesen Formulierungen, Sie sehen, dass hier Ausgangspunkt Ihres Essays ist dieser Tweet von Lafargue und dieser Tweet hinter diesem Text liegt der Link
zu dem Tweet selbst. Ich poste auch alle Links in diesem Formular noch einmal zur Sicherheit in der Matrix-Gruppe, sodass Sie direkt darauf zugreifen können. Und auch wenn wir in der Vorlesung uns nicht mit der multimodalen Beschreibung von oder des Zusammenhangs von Bild und Sprache auseinandergesetzt haben, geht es mir vor allen Dingen um die im Bild dargestellte räumliche Struktur, auf die sich das Zitat "Die Digitalisierung schreitet unaufhaltsam voran" bezieht. Zur besseren Einordnung dessen, was Sie da sehen, habe ich Ihnen einen Blogbeitrag aus dem Heinz-Nixdorf-Museumsforum verlinkt. Der letzte Robotronencomputer, in dem Sie nicht nur das Bild selbst sehen, eingeordnet, sondern auch den genannten Robotron PC 1715. Und darüber hinaus habe ich Ihnen in einem zweiten Teil dieser Vorlesung oder dieses Klausurformulars mögliche Ansatzpunkte und einige Fragen angeboten, an denen Sie sich orientieren können mit Ihrem Essays. Die gehe ich jetzt nicht im Detail durch, lesen Sie sich einfach in Ruhe durch. Hinweisen möchte ich Sie nur auf Folgendes, nämlich auf eine Möglichkeit, direkt auf das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache zuzugreifen, wenn Sie sich mit dem sprachlichen Musterartikel plus Nomen plus schreitet plus adverbial gebrauchtes Adjektiv plus voran auseinandersetzen wollen. Und ich zeige Ihnen die Ressourcen, die ich in diesem Dokument verlinkt habe, auch nochmal gleich im Original. Und auf der letzten Seite sehen Sie noch einmal die detaillierten Hinweise zur Bearbeitung dieser Klausur. Also, wie versprochen, hier die Originalzitate, der Tweet von Lafargue, der Artikel im HNF-Forum, Neues von gestern aus der Computergeschichte, und die Ergebnisanzeige für das gemeinsame Auftreten von schreitet, adverbial gebrauchtes Adjektiv voran im Wort im Umfeld von 5 Einheiten in den Referenz- und Zeitungskorpora zwischen 1465 und 2018. Ich denke, Sie müssen nicht bis ins 15. Jahrhundert zurück. Und Sie können sich hier in unterschiedlichen Sortierungen das Ganze als aufsteigend oder absteigend präsentieren lassen. Oder auch eine höhere Trefferanzahl einstellen, sowie sich zum Beispiel den maximalen Kontext dieser Zitate genauer anzeigen lassen. Das soll es gewesen sein zum Einstieg in die Vorbereitung auf die Klausur in der Vorlesung Sprache und Raum. Ich wünsche Ihnen jetzt viel Freude mit dem Beispiel und beim Abfassen Ihres Essays. Bin sehr gespannt auf Ihre Texte. Wünsche Ihnen, wenn wir uns nicht bei der einen oder anderen Gelegenheit wiedersehen, einen sehr, sehr schönen Sommer und freue mich, wenn ich die eine oder den anderen wieder begrüßen darf zur Vorlesung im Wintersemester, in der es um, Achtung, den Begriff halte ich für nicht ganz unproblematisch, um die Koloniallinguistik gehen wird. In diesem Sinne bin ich ganz herzlich, Ihr Alexander Lasch, und auf ganz bald.